Hallöchen ihr Lieben zu einer neuen Folge von Ultra Despair Girls und wir reden jetzt mal hier mit dieser verzweifelten, weinenden Frau. Was ist denn nur los? Bestimmt sind Monster im Subway. Es ist nicht möglich, unmöglich, unmöglich, unmöglich. Ein Kind, eher ein Monster wie dieses. Ein Monster wie dieses sollte nicht existieren, ein Monster wie dieses, das ist unmöglich. Ihr beiden seid keine Kinder, richtig? Nein, das sind wir nicht. Wir werden auch von den Kindern gejagt. So. Verstehe. Obwohl ihr noch so jung seid, hm? Scheinbar haben wir alle kein Glück. Oder hat uns alle das Glück verlassen? Ich wollte nicht lauschen, aber was meinten Sie damit, als Sie von Monstern geredet haben? Es tut mir leid, ich habe nur laut gesagt, ich kann nicht... Hä, was ist denn los? Wenn Sie es nicht sagen können, ist das in Ordnung. Tut mir leid, es tut mir so leid. Ich sagte doch schon, es ist okay. Es tut mir leid. Bitte, tötet mich nicht. Ich glaube, mit der kann man nicht mehr reden. Gott, was könnte einen Erwachsenen so brechen? Es tut mir so leid. Wow, sie ist wirklich ein totales Wrack. Oh Gott, und jetzt gehen wir da runter. Ob das eine gute Idee ist, wahrscheinlich nicht, aber egal. Wir müssen ja weitergehen. Alles klar, ich versuche das Tor mal mit dem Schlüssel, den wir vorhin gesammelt haben, zu öffnen. Vor allem... Wüsste ich gar nicht, wo ich den Schlüssel reinstecken sollte. Ich sehe da gar kein Schloss. Was, wenn es nicht funktioniert? Ich bin so nervös. Sie musste nicht mal die Hand ausstrecken. Yay! Oh, wie süß. Die Blümchen waren voll niedlich. Yay, Toko, es hat funktioniert. Es ist offen. Das sehe ich auch. Toko, los, öffnen wir... das Tor. Hilf mir. Ich schätze, ich habe keine Wahl, oder? Die hast du wirklich nicht. Irgendwie muss es ja weitergehen. Wenn wir diese Treppe hinabsteigen und durch die U-Bahn, dann sind wir gerettet, richtig? Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Wir könnten stattdessen auch in die Gefahr hineinrennen. Tja, sollen wir dann lieber nicht gehen? Ich weiß es nicht. Wenn du sagst, es ist besser, dass wir nicht gehen, dann werde ich dir vertrauen. Aber wir sind den weiten Weg hierher gekommen. Und momentan haben wir keinen besseren Fluchtplan. Ah, so unentschlossen. Gut, ich werde gehen. Wir gehen hier entlang. Ich habe das entschieden und du tust jetzt, was ich dir sage. Jetzt glücklich. Ja? Ja, manchmal ist es halt praktisch, wenn jemand anderes für einen entscheidet. Sekunde, ich wollte mich nur noch einmal kurz umschauen. Mir ist gerade noch eingefallen, vielleicht, ob hier irgendwo so diese Farbdosen. Genau, diese Farbdosen, weil eigentlich hatten wir noch gar keine Stelle gefunden, wo wir das anwenden können. Das ärgert mich voll. Müsste es ja eigentlich hier irgendwo mal geben. Oh mein Gott, so ein Glück. Wartet, wo ist es denn? Da. Puh, so ein Glück aber auch. Dann haben wir alle 5, oder? Wir hatten noch 4, glaube ich, gefunden bisher. Yay, Monaka! Ich glaube, es waren alle 5. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber egal. Na gut, das hat sich ja doch gelohnt, noch einmal kurz nachzuschauen. Dann geht's jetzt noch tiefer hinab. Oh, vielleicht sind hier ja auch so Bilder, weil das hier so Kritzeleien der Kinder sind. Sieht aber nicht so aus. Die haben das hier aber schön dekoriert, nicht wahr? Mit UFOs und Autos und so.
Katzen und Kackhaufen. Echt süß hier. Ist hier irgendwo was? Sieht nicht so aus. Du brauchst keine Angst haben, das ist nur Detect. Da kann dir nichts passieren, da musst du dich nicht bücken. Oh Mann, das Antivirenprogramm, ne? Aber ich glaube, es hat sich gerade nicht ins Bild reingeschoben, zum Glück. Oh. Oh nein. Oh je, müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen? Hey, ich werde nicht zulassen, dass ihr flieht, Dämon! Was zur Hölle? Was ist los mit diesem dummen kleinen Gör? Das ist einer von ihnen. Nee, das ist er. Er gehört zu den Kindern, die mir dieses Armband umgelegt haben. Einer von ihnen? Behandle mich nicht wie ein Niemand. Ich bin der Anführer, der Krieger der Hoffnung. Ich bin nicht wie diese Erwachsenen, die sich selbst Anführer nennen und sich dann verstecken wie Feiglinge. Die besten Anführer sind jenen, die mutig in der ersten Reihe stehen. Das ist ein wahrer Held, Lord Masaru Daimon. Das war cool, richtig? Ich habe eben total cool ausgeschaut, richtig? Was für ein narzisstisches kleines Ding. Gören wie er nehmen sich immer, was sie kriegen können? Na, habt ihr euch erschrocken, als der Anführer der gesamten Gruppe einfach so erschienen ist? Gruselig, nicht wahr? Ah, bemitleidenswert. Wie ich schon sagte, nee, wie ich immer sage, dumme kleine Mädchen ohne Wieners sind totale Feiglinge. Also Wieners ist, glaube ich, eine Anspielung auf, ihr wisst schon was. Dieses Kind, er meint, er sagte Wiener? Wiener? Er hat einfach Wiener gesagt. Wie unpassend, schrecklich, großer, bescheuerter Wiener. Toko, du musst es nicht immer wiederholen. Alles klar, seid bereit, Dämonen. Selbst wenn ihr mir jetzt euren Bauch wie ein Hund vorhaltet und um Mitleid fleht, werdet ihr es nicht bekommen. Vorbereiten auf was? Kolosseum. Ist das nicht offensichtlich? Das ist ein Kolosseum. Ich werde euch Dämonen töten.
töten? Tut mir leid, du Idiot, aber du kannst es nicht einmal richtig sagen. So etwas wie ein Colosseum gibt es nicht. Hä? Man sagt Kolosseum und das ist ein Amphitheater im antiken Rom. Machst einen auf cool und weißt nicht mal, wie man es ausspricht. Du bist wirklich ein Kind. Das wusste ich. Das war einfach ein besonderer Heldenwitz, genau. Du bist wirklich ein großmäuliger Dämon. Was soll überhaupt diese ganze Dämonensache? Ich hoffe, du meinst nicht uns damit. Es geht nicht nur um uns. Spricht ihr nicht von Erwachsenen im Allgemeinen? Ja, das denke ich auch. Ja, genau. Ihr Erwachsenen seid Dämonen. Ihr seid unsere Gegner. Gegner der Kinder. Deswegen werden ich und die Krieger der Hoffnung jeden einzelnen von euch jagen. Und dann errichten wir in dieser Stadt ein friedliches Paradies nur für Kinder. Yay! An sich irgendwie schon eine coole Vorstellung. Oh, was ist das? Ja, was ist das? Was, siehst du es etwa nicht? Das sind die Dämonen, die ich gejagt habe. Wie sieht's aus? Ist das nicht genial? Das ist eine Trillion Brazillion Punkte wert. Das ist echt krass. Omaru, du darfst nicht hinschauen. Was auch immer du tust, schau nicht hin. Oh mein Gott. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht hinschauen. Oh, achso, ist schon wieder zu. Nur weil sie uns zur Welt gebracht haben und aufgezogen haben, dachten sie, sie könnten uns kontrollieren. Als Held habe ich sie gejagt und jeden Einzelnen freigelassen. Nun, ihr müsst mich ja nicht so krass vergöttern. Ich hab doch nur getan, was ein guter Anführer tun würde. Wie konntest du das nur tun? Euch allen ist doch klar, dass ihr eines Tages auch Erwachsene sein werdet, richtig? Ich werde kein Erwachsener. Ich habe den Kriegern der Hoffnung ein Versprechen gegeben. Ich habe Monaka ein Versprechen gegeben. Sollte ich mich in einen dreckigen, bösen, hässlichen, stinkenden Dämon verwandeln, sterbe ich lieber als Kind. Seht ihr? Ihr könnt es hören, richtig? Jeder liebt mich. Sie sehen mich an. Sie bewundern mich. Weil ich ihr Held bin. Wenn ich jeden einzelnen Dämon jage, dann muss keiner mehr Angst haben. Sie müssen keine Angst mehr haben vor der Gewalt und vor dem Schmerz.
müde. Müssen keine Angst. Okay. Was geht jetzt ab? Ich fürchte mich nicht. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich muss keine Angst haben vor der Dunkelheit und dem Schmerz und dem Geruch des Alkohols. Nicht mehr. Nicht mehr, nicht mehr. Egal wie sehr du mich prügelst, ich werde keine Angst mehr haben. Hörst du mich? Werde keine Angst. Was macht er da? Oh je. Jetzt kommt bestimmt ein fetter Kampf. Es hat endlich auf mich gehört. Hör schon auf, bitte, bitte hör auf. Wir sind keine Dämonen. Wir werden euch nichts antun, bitte. Diese Kinder sind doch völlig wahnsinnig. Mit ihnen zu sprechen wird überhaupt nichts bringen. Sie respektieren ja nicht einmal mehr Leben und Tod. Sie sind nicht mehr bei Sinn. Sekunde, ich weiß gerade nicht, was Lanky ist. Da muss ich mal ganz kurz schauen. Ihr seht aus, als hättet ihr... Sekunde, Lanky ist... Als hättet ihr schmächtige Körper. Vielleicht seid ihr noch keine wahren Dämonen. Aber ihr seid fast Dämonen, Usori. Ihr werdet genauso sein wie Dämonen, da bin ich mir sicher. Und deswegen muss ich euch jetzt besiegen, bevor ihr euch in welche verwandelt. Oh je. Was ist das denn? Und darf ich nochmal vorher speichern? Das ist voll der lange Dialog gewesen. Ich habe Angst zu sterben. Oh Gott. Ach du Schande. Was? Juhu. Stimmt, okay, ist ja eine Maschine. Nantoka naru.
Komaru ist bereit für den Kampf. Yeah. Oh Mann. Und ich mache erstmal Pause, ihr Lieben. Es tut mir leid. Unknown. Ich muss an der Stelle einen kleinen Cut machen. Ich kann die Folgen echt so lange nicht machen, weil die brauchen ja zum Rendern auch so lange. Ich weiß, es ist gerade so spannend, voll doof. Aber ich hoffe, wir kriegen es vor allem dann beim nächsten Mal hin. Mal schauen. Und ja. Na gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns voll im Kampf dann mittendrin in der nächsten Folge von Ultra Dispergos wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.